In klaren Nächten versammeln sich regelmäßig Schüler auf dem Dach des Johannes-Kepler-Gymnasiums in Walderstadt. Mit einem Teleskop erkunden sie zusammen mit ihren Lehrern den Sternenhimmel. Der Blick in den Himmel hat die Menschen schon immer fasziniert. Doch zur Zeit der Renaissance rückten Sterne und Planeten besonders in den Fokus. Hielt man seit der Antike die Erde, Terra, für den Mittelpunkt des Universums, gab es nun Widerspruch. Alles dreht sich um die Sonne, Helios, meinten Gelehrte wie Kopernikus und Galilei. Ein Schwabe hielt zu ihnen und wurde selbst zu einem der größten Astronomen dieser neuen Zeit, Johannes Kepler, geboren 1571 in diesem Haus in Walderstadt. Heute ist darin ein Museum eingerichtet. Es zeigt Keplers bahnbrechende Entdeckungen und Erfindungen, wie diese astronomischen Tabellen oder Abhandlungen über den Lauf der Planeten. Da steckt jede Menge komplizierte Mathematik drin. Kepler war ein Genie, auch wenn das am Anfang gar nicht so aussah. Er hatte eine schwere Kindheit gehabt. Er war ein 7-Monats-Kind gewesen. Die Eltern hatten viel Streit gehabt miteinander. Vater war Söldner, ist also oft mal verschwunden. Und hier in Walderstadt hat er noch eine schwere Pockenerkrankung davon getragen. Er hatte Glück gehabt, dass er sein Augenlicht nicht verloren hat. Es war keine besonders schöne Kindheit, die er hier hatte. Aber hatte dann Glück gehabt, dass er Schulbildung bekommen hat. Das ehemalige Kloster Maulbronn wurde von schwäbischen Reformatoren zu einer Schule umfunktioniert. Der junge Kepler lernte hier nicht nur die neue evangelische Lehre kennen, sondern auch lesen, schreiben und rechnen. Er profitierte von dem neuen Erziehungsprogramm der Reformation. Viele seiner Mitschüler verewigten sich im Chorgestühl der Klosterkirche. Gottesdienste gehörten zum Schulalltag. Schließlich sollten hier künftige evangelische Pfarrer ausgebildet werden. Den Namen Kepler sucht man übrigens vergebens. Der begabte und pflichtbewusste Schüler ging 1589 nach Tübingen, um Theologie zu studieren. Die Lehren Luthers, versteht sich. Doch schnell begeisterte er sich für die Astronomie. Das war kein Widerspruch. Theologen wie Astronomen wollten damals Gottes Bauplan des Universums entschlüsseln. Das neue Wissen faszinierte den Studiosus Kepler in Tübingen. Er bekam eine profunde akademische Grundausbildung, studierte die griechischen Klassiker, die Werke von Aristoteles und natürlich evangelische Theologie. In der Kirche, katholischer wie evangelischer, galt noch das geozentrische Weltbild. Das besagt, dass sich alle Sterne und Planeten um die Erde drehen. Die alten Griechen hatten das schon geglaubt. Für Kepler stand dieses Weltbild im Widerspruch zu den neuesten Beobachtungen und Berechnungen. Seine Zensuren, die im Original im Archiv des Evangelischen Stifts Tübingen erhalten sind. A war damals die beste Note. Und Johannes Kepler hatte reichlich davon. Die Sonne ist im Mittelpunkt, hatte Nikolaus Kopernikus geschrieben. Und der Student Kepler beschäftigte sich intensiv mit dessen Modell der Gestirne und der Erde. Er war vom heliozentrischen Weltbild des Kopernikus entzückt, wie er selbst einmal vermerkte. Seinem Zeitgenossen Galilei wurde deswegen von der katholischen Kirche der Prozess gemacht. Hier wohnte Kepler während seiner Studienzeit in Tübingen, im evangelischen Stift, gegründet von Herzog Ulrich, der auch das evangelische Glaubensbekenntnis in ganz Württemberg hatte einführen lassen. Im Stift erhielten begabte, männliche Landeskinder wie Kepler Kost und Logis und die Möglichkeit eines Theologiestudiums auf Staatskosten. Hier die Urkunde seiner Aufnahme in die Universität. Pfarrer ist er nie geworden. Er hat sein Leben der Wissenschaft gewidmet.
Wenige Jahre nach dem Studium in Tübingen hatte Kepler bereits einen so guten Ruf in der Fachwelt, dass er 1600 vom kaiserlichen Hofmathematiker Tycho Brahe nach Prag gerufen wurde. Der Däne hatte bei einem Duell seine Nase verloren und trug seither eine goldglänzende Prothese. Glänzend waren auch die Reputation und die Ausstattung des Astronomen. Bei Brahe machte Kepler seine größten Fortschritte als Forscher. Bei der Bestimmung der Planetenbahnen sollte Kepler den berühmten Dänen unterstützen. Dieser verfügte über die besten Messgeräte und auch die ersten Fernrohre. Zu seinem Leidwesen blieb Kepler der ersehnte Blick ins Universum trotzdem verwehrt. Ein Augenleiden, die Folge der Pockenerkrankung in seiner Kindheit, war schuld. Umso stärker war Keplers Fähigkeit zur Abstraktion und zur Ableitung von Gesetzen aus den Beobachtungen des Himmels. Auch wenn Tycho Brahe nicht immer seiner Meinung war. Johannes Kepler wurde nach Brahes Tod 1601 selbst Hofastronom des Kaisers und errechnete in den Folgejahren bahnbrechende astronomische Gesetze, die bis heute ihre Gültigkeit haben. Das erste Keplersche Gesetz ist noch relativ einfach. Es besagt, dass die Planeten auf elliptischen Bahnen um die Sonne kreisen. Das hat er entdeckt. Ebenso, dass die Bahngeschwindigkeit der Planeten mit wachsender Entfernung von der Sonne abnimmt. Das dritte Keplersche Gesetz ist noch anspruchsvoller. Im Prinzip lassen sich damit die Bahnen von mehreren Planeten um ein Zentralgestirn berechnen. Wie krass ist da der Kontrast, dass zur selben Zeit die Hexenverfolgung einen Höhepunkt erreichte, auf katholischer ebenso wie auf evangelischer Seite. So sind von Luther mehr als 30 Hexenpredigten überliefert, in denen er ihre Verfolgung und Vernichtung forderte. Auch Keplers Mutter Katharina geriet hier in Leonberg in den Strudel der Hexenhysterie. Manche Historiker sehen sie als Reaktion auf die umstürzenden sozialen, politischen und religiösen Verhältnisse dieser Zeit. In Krisen sucht man gerne Schuldige. Katharina Kepler wurde durch ihren berühmten Sohn vor dem Scheiterhaufen bewahrt. Er hatte Studienfreunde aus Tübingen um juristische Gutachten gebeten und nach langer Haft wurde die Mutter schließlich freigesprochen. Wegen des Prozesses war Kepler wieder in die Stadt seiner Studentenzeit gekommen, nach Tübingen. Dort traf er die Elite der Universität. Besonders interessant war für ihn die Begegnung mit dem Mathematiker Wilhelm Schickhardt, der ihm von einer neuartigen Maschine erzählte, die er sich ausgedacht hatte. Als Astronom und Mathematiker wusste Schickhardt, wie wichtig exakte und möglichst schnelle Berechnungen sind und suchte nach einer Hilfe beim vielen Rechnen. Er zeigte Kepler seine Pläne zum Bau einer Rechenmaschine, die alle vier Grundrechenarten mechanisch ausführen konnte. Eine Weltneuheit. Kepler war von der Idee überzeugt und bestellte ein Exemplar. Doch leider ist der Renaissance-Computer im Original nicht erhalten. Er verbrannte in Schickhardts Werkstatt. Glücklicherweise gibt es aber originalgetreue Nachbauten. Im Stadtmuseum Tübingen schicken wir den Wissenschaftsmoderator Dennis Wilms ins Rennen, um die Maschine zu testen. Dennis Wilms kann die Begeisterung von Kepler auf den ersten Blick nicht so ganz teilen.
Gott sei Dank naht Hilfe in Gestalt von gut geschultem Museumspersonal. Hallo, Frau Pellüt. Hallo. Ich habe mich schon ein bisschen mal umgeguckt, aber Sie sehen lauter Fragezeichen in meinen Augen. Sie müssen mir das erklären. Wie funktioniert die Maschine? Man kann hier oben in der ersten Reihe immer beispielsweise die Zahl einstellen, die man multiplizieren möchte. Ja. Wir machen jetzt mal was Einfaches. 16, irgendwie 2 mal 16 oder sowas. Und wenn wir die 2 rechnen müssen, müssen wir hier den Schieber mit der 2 einmal nach links drehen. Mhm. Unten die 1er Stelle und ein bisschen schräg drüber die 10er Stelle. Ah, da. Das muss jetzt hier unten auf dieser Schiene eingestellt werden. Unten an den Rädern einstellen. Genau, also das jetzt zweimal nach rechts drehen. Die 2? Auf der 2, und genau. Die 1 hier? Und diese 1, die wird genau auf der zweiten Walze. Gut. Und dann nimmt man hier die untere Zahl eben wieder auf diese Walze. Also 2 dazu, wären es dann die 3 hier. Genau. Okay. Dann hat man 32 und das sind ja 2 mal 16. Das ist ja fantastisch. 432 mal 432 mal 4. Ein weiteres Rechenexperiment. Hier eine 8 und eine 0. Das heißt, hier stelle ich schon mal die 8. 0 genau. Ist 0. Dann sehe ich hier eine 2 und eine 1. Das heißt, hier plus 2 und hier plus 1. Dann habe ich hier eine 6 und eine 1. Das heißt, da, wo ich die 1 eingestellt habe, addiere ich 6. Das wären dann 7. 6 mal 3. 7 und 1 auf der Stelle die 1. Dann haben wir hier 0, 0, 0, 0, 0, 0. Das heißt, das Ergebnis lautet 1728. Und das überprüft der ungläubige Dennis dann doch lieber mal mit seiner Rechenmaschine auf dem Smartphone. Also, kapiert habe ich es, das klappt auch schon ganz gut. Jetzt bin ich allerdings mal gespannt, wie leistungsfähig diese Maschine und vor allem ihr Bediener ist. Deswegen lassen wir das Ganze jetzt gegen jemanden antreten, der so richtig gut ist im Kopfrechnen. Armin Schonart, der hat eine Gehirnwendung mehr. Nee, der hat bestimmte Techniken, wie man das schnell rechnet, wird er uns gleich verraten. Laura, Sie haben die Aufsicht und ich würde sagen, Sie stellen uns jetzt die Aufgabe. 998 mal 845. 845, das stelle ich hier unten ein, damit ich mir das merken kann. Dennis Wilms gibt alles. Der Kopfrechner bleibt gelassen. Kühl. Cool. 0, 4, 4, dann hier 5, da 5, 4, 5. Nee. Ich habe noch nicht mal mit den Einerstellen angefangen. So schnell. 843.310. Wie geht das? Solche Zahlen kann man rechnen, indem man eine Zehnerbasis sucht. 10, 100, 1000, 10.000, die der zu multiplizierenden Zahlen am nächsten liegt. Also in dem Fall wäre das 1000. Wäre das 1000. 998 minus 1000 ergibt minus 2. Achte auf das Vorzeichen. 845 minus 1000 ergibt minus 155. Ja. Dann wird die Aufgabe in zwei Teilbereiche aufgeteilt. Den rechten Teil multiplizieren wir. Minus mal minus ergibt plus. 2 mal 155 ergibt 310. Den linken Ergebnisteil können wir rechnen. 845 minus 2 oder 998 minus 155 ergibt immer 843. Schnell rechnen geht also auch ohne Maschinen oder Computer. Doch ohne sie wäre unsere heutige technische und digitale Welt nicht denkbar. Schickhards Rechenmaschinen und Keplers astronomische Gesetze sind nur zwei Beispiele für die vielen Entdeckungen und Erfindungen einer faszinierenden Zeit. Es war ein Aufbruch der Wissenschaft aus der oft engen Welt der Kirchen, den wir genialen Denkern verdanken.